Hallo, ich möchte heute ein DVD-Cover für ein PC-Spiel erstellen. Dafür verwende ich Ashampoo Burning Studio, denn das hat unter anderem die Funktion Cover. Gehen wir mal drauf. So, ich möchte ein Cover für eine PC-Hülle, also für eine DVD-Hülle, für ein PC-Spiel. Da gehen wir mal hier auf Papierformate editieren. Das Format müsste das hier sein, Standard. Gesamtbreite 27,9 cm. Gehen wir auf Neu. Hier können wir einen Namen eingeben. So, Querformat. DVD-Hülle, weiter. So, müssen wir noch die Abstände eingeben. Mach ich mal, naja, 1,2, 1,2. Das müsste so hinhauen. So. Gehen wir auf Weiter. Beenden. Jetzt haben wir das hier stehen. Gehen wir auf OK. So, dann kann es losgehen. Dann gehen wir hier auf Weiter. Können wir noch einen Titel hinzufügen. Das lasse ich jetzt mal hier auf Weiter. So. So sieht das dann aus. Werde ich ein Bild öffnen. So, jetzt habe ich hier ein DVD-Cover. Jetzt müssen wir das eigentlich nur noch hier strecken. So, na, was ist da los? Okay. Ich habe es mir jetzt einfach gemacht. Ich habe ein fertiges Cover für eine DVD-Hülle genommen. Jetzt müsste ich hier auf Weiter. Und jetzt kann man es schon drucken. Jetzt kann man natürlich hier verschiedene Sachen machen mit der Shampoo Burning Studio, mit der Cover-Funktion. Man sieht hier, kann man die Hintergründe auswählen, Texte reinschreiben. Man kann das natürlich sich selber das Cover Design für eine DVD oder für andere PC-Covers. Ja, ich hoffe, ich konnte euch was zeigen damit. Alles klar. Dann tschüss.